Wir haben die Premiere von Das letzte Band von Beckett. Ja, Samuel Beckett. Mhm. Das letzte Band. Schachtel 3, Spule Fritt. Spule. 39 Jahre heute. Gern gesund wie eine Eiche. Leichte Besserung der Darmtätigkeit. Abschied von der Liebe. Beckett selber sagt, dass man zu seinen Stücken nichts sagen muss. Spule. Jetzt, nachdem nach langer Zeit ich mal wieder Beckett spiele, gefällt mir das am besten zu sagen, nö. Gibt nichts zu sagen. Angucken und dann, was soll man jetzt dazu sagen? Hören Sie mir soeben den albernen Idioten an, für den ich mich vor 30 Jahren hielt. Kaum zu glauben, dass ich eh so blöde war. Diese Stimme. Gott sei Dank ist das wenigstens alles aus und vorbei. Was für Augen sie hatte. Es ist ein alter Mann, der halt sein Leben auf Tonband aufgenommen hat und halt wie ein Tagebuch jetzt sein Tonband abhört und bestimmte Stationen in seinem Leben wieder abspielt und sich mit denen konfrontiert. Komm. Mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Lag da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles und bewegte uns sachte auf und nieder. Ich wollte unbedingt mit Christian was zusammen inszenieren und wir haben uns so ein bisschen durch die Literatur gegraben und Christian hat oder ist oder war Beckett-Liebhaber oder mochte Beckett früher in seiner Jugend sehr. Ja. Und ja, wir kamen dann irgendwann auch auf das letzte Band. Es liegt auch nahe, dass man darüber stolpert, wenn man sich in den Monologen mal umschaut. Und der Christian hat gesagt, ja, sofort, bevor er es überhaupt noch mal gelesen hat. Tolle Sprache, tolles Stück. Zu der Zeit muss ich noch dann und wann mit Bianca zusammengelebt haben. Gut davon gekommen. Mein Gott noch mal. Hoffnungslose Angelegenheit. Es ist einfach sprachlich toll. Und es ist halt, es hat sehr viel Humor. Und es ist auch nie sentimental. Und ich habe am Anfang hab ich einen Satz zu dir gesagt, den ich so toll finde von Beckett. Der hat gesagt, nichts ist komischer als das Elend. Jawohl! Sich das entgehen lassen, mein Gott! Mein Gott, es hätte ihn von seinen Hausaufgaben ablenken können. Oh mein Gott. Der ist ein absoluter Anarchist und jemand, der eine Sichtweise auf die Menschen, also in seiner Kunst hat. So, das habe ich jedenfalls als junger Mensch und sich heute auch noch so. Das hat sich mir sofort vermittelt, die auf der einen Seite von großer Distanz ist und auf der anderen Seite aber mit sehr viel Liebe. Das ist für mich Beckett, ja. Kaum zu glauben, dass ich jemals dieser junge Dachs war. Diese Stimme. Ach. Mein Gott, die Sehnsüchte.
Ein Gelächter der Vorsehung. Was bleibt von all dem Elend?